Betrunken und total orientierungslos. So versucht der Fahrer eines Minivans in Peru der Polizei zu entkommen. Die hatte versucht, den Mann bei einer Verkehrskontrolle zu stoppen, ohne Erfolg. Die Lage gerät vollkommen außer Kontrolle. Immer wieder setzt der Fahrer mit seinem Wagen vor und zurück und klemmt dabei sogar einen Passanten zwischen sich und einer Hauswand ein. Zum Glück ohne ihn zu verletzen. Nicht so glücklich endet der nächste Fluchtversuch. Der Fahrer rammt einen Laternenmast. Ohne Rücksicht auf Verluste gelingt die Flucht dann aber doch irgendwann. Allerdings nur für kurze Zeit. Die Polizei kann den Mann stellen. Der 25-Jährige war offenbar mit seiner Affäre unterwegs.